Hi Leute und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video wollte ich euch mein neues Projekt vorstellen, den ich auf Basis von King Kong SC aufbauen werde oder schon fast fertig habe. Und zwar ist das ein King Kong SC Zeal 130. Den werde ich umbauen zu einem MMZ 555, und zwar ist das ein Muldenkippe in kürzeren Radstand. So sieht er jetzt aus. Verbaut ist erstmal nur einfache Beleuchtung, nur vorne zwei Lampen. Die Türen gehen auf. Da kommt vielleicht noch eine Fahrerfigur. So sieht das aus. Hier ist schon ein bisschen was für den Projekt gemacht worden. Da kann ich ja noch alles nacharbeiten und lackieren, grundieren. So sieht das aus. Das ganze Auto, bis auf die Kabine, ist aus Stahl. Die Felgen sind aus Stahl, Rahmen ist aus Stahl, Tank ist Kunststoff. Hier sind Doppelbereifung. Da kommen vielleicht noch andere Reifen drauf, weil diese gefallen mir nicht. So sieht das aus. Hier ist unter der Motorhaube ist die Elektronik versteckt. Dann muss ich noch alles vernünftig verlegen. Dann mit dem Motor vorne und dann kommt eine Verteilergetriebe, die dann über Kardanwellen nach hinten geht. Die hinteren Kotflügel sind von Lesu. So, kann man das nochmal drehen. Dann ist das von anderer Seite. Hier ist so ein Lufttankspeicher. So, jetzt kommen wir zu den Muldenkipper, den ich mit einem 3D-Drucker gedruckt habe. Und zwar hole ich den einmal kurz. So, da bin ich wieder. So sieht das jetzt mit der Muldenkipper aus. Die ist noch nicht richtig verarbeitet, die muss ich noch vielleicht grundieren und sowas alles. Oder ich lasse das sogar in diese Farbe. So sieht das jetzt aus. Hier sind so ein bisschen Bordwände verlängert worden. Ein Stückchen Holz. Die geht auf. Jetzt fallen die schon runter. So geht das auf. Und dann wird er ja so. Muss ich noch einen Kippmechanismus, Mechanik machen, wird das dann so aufgehen. Wenn er dann aufgeht, dann muss er, kann man das zeigen, wenn er dann aufgeht, dann geht das auf. Und dann wieder so, zack, zu, fertig. Dann muss ich noch ein bisschen gangbar machen und die Schrauben ein bisschen lockern, nacharbeiten, nachfeilen. So, also das ist mein neues Projekt, mit dem ich mich beschäftigen werde die nächsten Tagen weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann bitte Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao.